nicht mein Arzt. Sind Sie Dr. House? Glücklicherweise nicht. Ich bin Dr. Chase. Dr. House ist der Leiter der diagnostischen Abteilung. Er hat wahnsinnig viel zu tun, interessiert sich aber sehr für Ihren Fall. Wir injizieren Gadolinium in Ihre Vene. Das verteilt sich dann in Ihrem Gehirn und dient als Kontrastmittel für die Magnetresonanzbildgebung. Das, was Sie in Ihrem Gehirn haben, leuchtet dann wie ein Weihnachtsbaum. Es kann sein, dass Ihnen ein bisschen schwindelig wird. Dr. Cameron, entschuldigen Sie, dass ich unterbrechen muss. Es gibt da ein Problem. Sie haben mir die Autorisierung entzogen. Ja, wieso schreien Sie so? Keine MRTs, keine Bildgebungsstudien, keine Labortests. Und Ferngespräche wird es auch nicht mehr Wenn geben. Sie mich feuern wollen, dann sagen Sie es mir ins Gesicht. Und keine Fotokopien, Sie scheinen ja nach wie vor... Ich bin wütend! Sie riskieren das Leben einer Patientin. Ich würde sagen, das sind zwei verschiedene Punkte. Sie zollen mir keinen Respekt und blamieren mich. Und solange ich hier arbeite, haben Sie keine rechtlichen... Soll dieses fürchterliche Geschrei mir Angst machen? Ich weiß nämlich nicht, wovor ich Angst haben soll vor noch, mehr Geschrei. Dass Sie mir was antun? Davor habe ich keine Angst, denn ich bin sicher, ich kann schneller rennen als Sie. Übrigens, was das Zitat von diesem Philosophen angeht, diesem Jagger. Sie hatten recht, du kriegst nicht immer das, was du willst. Doch dann heißt es, doch wenn du es versuchst, kriegst du manchmal das, was du brauchst. Das heißt, weil Sie wollen, dass ich Patienten behandle, darf ich sie nicht behandeln. Ich will, dass Sie Ihren Job tun. Machen Sie die MRT. Sie hat klein beigegeben. Ich muss 4 Stunden wöchentlich hier abreißen, bis ich die versäumte Zeit nachgeholt habe. 2054. Abgearbeitet habe ich dann 2054. Ich hoffe, du hast deine Cousine sehr lieb. Okay, Rebecca. Ich weiß, Sie fühlen sich ein bisschen klaustrophobisch da drin, aber Sie müssen bitte ganz ruhig liegen. Okay, dann fangen wir jetzt an. Mir ist nicht gut. Ist schon okay. Versuchen Sie sich zu entspannen. Rebecca? Rebecca! Hol sie da raus. Sie ist wahrscheinlich eingeschlafen. Sie ist nur erschöpft. Sie war vor 30 Sekunden klaustrophob. Sie schläft nicht. Wir müssen sie da rausholen. Wenn sie eine allergische Reaktion auf das Gadolinium hat, ist sie in 2 Minuten tot. Halt ihr Genick. Okay, sie ist schon ganz grau. Keine Atmung. EPI 05. Komm schon. Ich kann nicht ventilieren. Zu viele Ödeme. Wo ist das Koniotomie-Set? Kommt. Gute Entscheidung.